Nochmal der Bormann, der Lehrer aus Berlin. Wissen Sie was? Wenn das wahr ist, dass es vielleicht doch diese Reptiloiden gibt, ja, diese Bösartigen hinter den Kulissen, über die sich unsere Medien permanent lustig machen, weil sie behaupten, dass es die nicht gibt, dann ist Trump jetzt in großer Gefahr. Warum ich das meine? Wenn irgendetwas dran ist an diesen ganzen Verschwörungstheorien, ja, wenn auch da nur irgendetwas dran ist, dann existiert dieser Deep State, diese Scheinregierung, die da vorne rumtanzt, diese Obamas und Trumps und wie sie alle heißen, die haben sich bisher nicht zur Wehr gesetzt gegen die Eigentümer der Welt. Sie haben sich nicht getraut. Wenn dem so ist, dann ist natürlich Trump mit allem, was er tut, jetzt der Game Changer. Derjenige, der dieses System auf den Kopf stellt, der den Leuten ganz klar sagt, mit mir nicht. Wir bringen das Geld wieder dahin, wo es hingehört, nämlich zu denen, die es verdienen, zu ihnen, ja, zu den Werktätigen, zu denen, die jeden Tag ihren Job machen, die einen guten Job machen, die wir alle lieben, weil die dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Genau. So, das ist doch erstmal okay, oder? Weil diese Maulhelden bei uns in der Regierung, die ganze Zeit sagen, wir müssen ein bisschen am Klima drehen und wir müssen ein bisschen an Corona drehen und wir müssen ansonsten gar nichts tun, außer in der Nase ein bisschen bohren und gucken, ob da noch ein paar Coronaviren sind, damit wir nochmal nachimpfen können. Die braucht kein Schwein. Wirklich, die braucht kein Schwein. Wir brauchen nicht diese Fassadenregierung. So, warum sage ich jetzt Fassadenregierung? Das ist ein Begriff, der wird von vielen Menschen schon seit Jahrzehnten benutzt, um damit klar zum Ausdruck zu bringen, dass sie nicht glauben, dass diese gewählten Volksvertreter, die wir da im Moment sehen, diejenigen sind, die die Entscheidung treffen. Und wenn Sie sich Aussagen von Herrn Seehofer anschauen, von Herrn Schäuble, von auch anderen, ja, SPD-Politikern, grünen Politikern, von denen, die mal bei irgendwelchen Bilderberger-Treffen waren, die bei irgendwelchen Davos-Treffen waren, die in dieser ganzen Clique mitspielen, die sich Elite nennt, die bestätigen das eigentlich nur durch ihre Aussagen. Ja? Also das ist so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier die BRD GmbH und wir haben zu tun, was man uns sagt. Und wenn die sagen, Klappe halten, Maske umbinden, stramm stehen, ja, dann macht man das hier so. Das hat man ja so gelernt. Ja? So. Und manche Leute wollen das überhaupt nicht sehen. Warum wollen die das nicht sehen? Weil sie Angst haben? Vor wem? Doch nicht vor Corona. Ihr solltet lieber Angst haben vor diesem Konstrukt, was uns da regiert. Es gibt natürlich im Hintergrund die sogenannten Lobbyisten, die anderer Leute vertreten. Auf welche Art und Weise die das machen, das wissen wir nicht. Wir müssen unsere eigenen Interessen wahrnehmen. So wie ich mein Gesundheitsinteresse wahrnehme, so müssen sie ihre wirtschaftlichen Interessen wahrnehmen, die Interessen ihrer Kinder. Und dazu gehört erstmal freies Sprechen, freies Atmen, ein freier Mensch sein. Dazu gehört Freiheit. Und deswegen ist die Kampfansage gegen diese Regierung, gegen die Fassadenregierung, gegen den Deep State, gegen alle, die uns irgendwie scheiße wollen. Sorry, ich habe kein besseres Wort gefunden. Also streichen wir mal, Scheiße ist jetzt gestrichen. Die uns nichts Gutes wollen, müssen weg, die müssen gehen, die werden abgewählt, die werden ersetzt durch aufrichtige Menschen, bitte. Aufrichtige Menschen. Ich sage das absichtlich so, weil ich jetzt auch wirklich nicht links und rechts meine, sondern Menschen, denen ich vertrauen kann. Ich habe schon in mehreren Videos zum Ausdruck gebracht, dass ich das, was hier gerade läuft, für Faschismus halte. Das ist es auch.
Und wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, der weiß auch, dass das keine rechte oder linke Sache ist. Das ist einfach eine kranke Denke. Faschismus ist die kranke Denke von Psychopathen, die glauben, mit uns spielen zu dürfen. Ja? Die uns absichtlich verdummen durch alle möglichen Maßnahmen. Die vierte Macht, die Presse, spielt eine ganz gewichtige Rolle. Ich hoffe, die Mitarbeiter in diesen Medienhäusern, die sehen das langsam selbst, welche unliebsame Rolle sie dort spielen und schlagen sich auf die richtige Seite. Auf die Seite der Aufrichtigkeit, auf die Seite der Wahrheit, auf die Seite der Freiheit. Dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Wir werden weiterhin friedlich demonstrieren. Wir werden weiterhin Aufsehen erregen. Wir werden weiterhin da sein, wo wir da sein müssen. Und wenn das alles nicht klappt, dann macht ihr euren Scheiß alleine. Und ich sterbe an meiner Herzkrankheit, weil ich diesen Internationalsozialismus genauso ablehne wie den Nationalsozialismus, den der Herr Hitler vertreten hat. Ja? Gucken Sie sich mal diesen Begriff genau an. Die Nazis. Ja. Sorry, ich mache gerade ein Video und Sie stören gerade. Ich kann jetzt hier nicht weg, ich muss jetzt weiterreden. Tja, manche Leute merken nichts. Na gut, also ich stehe jetzt hier im Weg, weil hier ein Fahrrad angeschlossen werden soll. Na gut, also ich wollte jetzt nochmal zwei Sätze dazu sagen. Das war jetzt eine sehr wichtige Stelle. Und vielleicht haben Sie jetzt Zeit gehabt, nachzudenken. Also, die Nazis haben ihre Regierungsform Nationalsozialismus genannt. Ist das jetzt rechts oder ist das jetzt links? Ha? Also, es war eine Regierungsform, die Sozialismus vorgab für die Blonden und die Blauäugigen. Ja? Und jetzt kriegen wir den Internationalsozialismus und das ist die Regierungsform, die den Sozialismus vorgibt für die bekloppten Maskenträger, für die kuschen, die mitmachen, die einknicken, die marschieren, die Heil Maske rufen. Leute, werdet wach! Werdet endlich wach. Dieser Internationalsozialismus, den wird niemand mehr bekämpfen können. Es gibt keinen Staat mehr, der das Ding auflösen kann, dieses Konstrukt, dieses Gefährliche. Was es dort bereits gibt, diese Krake im Hintergrund, die durch internationale Organisationen abgedeckt wird. Also, wen gibt's denn da, der uns da auf der Nase rumtanzt? Der Weltklimarat zum Beispiel, ne? Ein nicht demokratisch gewähltes Gremium, was einfach den Internationalsozialismus fordert. Gucken Sie doch mal an, was da von den entsprechenden Herrschaften so von sich gegeben wird im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das ist doch alles nur Umverteilung, was dort geplant ist. Und daraus machen die auch gar keinen Hehl. Die schreiben ja selbst die Bücher, in denen das drinsteht. Müssen wir aber bloß lesen. Wer glaubt, dass es beim Thema Klima ums Klima geht, der hat nicht alle Tassen im Schrank, sagt der Chef vom Klimafolgeninstitut. Ja? So sieht's aus. Ja. Und in der UNO, diese Organisation, Weltgesundheitsorganisation, die macht auch nur das, was ihre Unterstützer ihnen sagen. Es ist eine undemokratische Veranstaltung, die da stattfindet. Das sind Leute, die da hinkommen, aus unerfindlichen Gründen, gegen die wir uns nicht mehr wehren können, wenn sie dann erstmal da sind. Also, behalten Sie im Kopf. Internationalsozialismus, ja? Warum sage ich das nochmal so? Ja, weil die Menschen in der DDR, die haben so Intershop und Interflug und Inter, weiß der Tod und Teufel gehabt. Immer Inter davor. Ne? Das machen sie jetzt auch mit dem Nationalsozialismus. Also die Ex-Stasi, die ganz fett mit drin ist im Geschäft hier, die macht jetzt auch einfach wieder nur Inter davor und jetzt wird aus dem Nationalsozialismus der Internationalsozialismus. Und wir merken das nicht. Internationalsozialismus. Das ist das System, was wir jetzt gleich zu Start bekämpfen müssen, ausradieren müssen, stoppen müssen, die Ideen dieser kranken Leute stoppen müssen, diese Psychopathen stoppen müssen, die da drin stecken, diesen Faschismus stoppen müssen.
Wer jetzt noch nicht wach ist, muss langsam wach werden. Ansonsten nimmt das Tier ein böses Ende. Gut, dass ich schon so alt bin, dass ich keine Angst vorm Tod habe, dass ich respektlos bin, dass ich ihnen die Wahrheit sagen darf. Und ich hoffe auch, dass dieses Video erstmal nicht gelöscht wird. Dass es einfach nur noch mal wieder meine Wahrheit ist. Denken Sie mal drüber nach, über den Internationalsozialismus und wer uns dafür dann später mal schützen, wer uns davor später mal schützen soll. Die Amerikaner werden es nicht mehr sein, wenn die dann selbst Teil dieses Systems sind, weil ein dementer Joe Biden diesen Sklavenstaat dann führt. Ich kann nur hoffen, dass jetzt ein Game Changer diesen Scheiß auflöst. Und das kann im Moment nur Trump sein.